Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtefarm.com. Ja, ich war vorhin im Baumarkt, hatte eine meiner Meinung nach spektakuläre Idee, wie ich Zweige und Äste im Wachtestall frisch halten könnte. Und ja, wie ich so im Baumarkt war und mir dafür zwei Mörteleimer gekauft habe, sind mir beim Schlendern dann Rohre aufgefallen, Muffenrohre in verschiedenen Stärken, so dass ich da einfach mal geschaut habe, mir kurz Gedanken zugemacht habe. Und ja, das, was ihr hier seht, 15,61 Euro habe ich dafür bezahlt im örtlichen Baumarkt. Das sind ein paar Muffenrohre, dürften, glaube ich, 60 mm Durchmesser haben. Und ich werde einfach mal meine erste spektakuläre Idee verwerfen, weil die im Vergleich zu dieser hier, naja, ich sag mal, Lutscher ist. Und werde mich jetzt hier mal an den Zusammenbau machen, so wie ich mir das gerade vorstelle. Und wir sehen uns gleich wieder. So, fast fertig. Ich werde hier mal was zu dem System erklären. Also diese Muffenrohre bestechen durch diesen Gummirand hier drin. Also das sind Rohre, die werden für Hausinstallation benutzt. Ich glaube Abwasserrohre. Für Abwasserrohre nimmt man die. Und ja, die sind durch diesen Gummirand. Die Tatsache, dass die halt mit einer Seite auf der Gegenseite in diesen Gummirand gedrückt werden, wasserdicht. Und vielleicht kann der eine oder andere sich jetzt gerade schon denken, was ich hier versuche zu bauen. Hier seht ihr das ganze Konstrukt fertig. Wir haben jetzt hier ein Quadrat mit ungefähr 80 x 80 cm. Und das Schöne ist halt, dieses System ist ultra flexibel. Also statt diesem langen Teil hätten wir auch von diesem mehrere hintereinander stecken können. Man hätte ein kurzes Teil dazwischen machen können und wieder so eins und wieder ein kurzes und wieder so eins. Also man ist damit komplett flexibel. Das Schöne, es ist halt wasserdicht. Ich habe hier ein geschlossenes System, einen geschlossenen Kreis und den kann ich so, wie er jetzt ist, in den Wachtestall bringen. Ja, ich weiß, es ist Kunststoff, Kunststoff wollen wir nicht, aber das hier ist nahezu unkaputtbarer Kunststoff. Ich meine gut, wenn ich jetzt hier drauf trete, dann wird es sehr wahrscheinlich passieren bei meinem Gewicht, dass das Ding kaputt geht. Aber es ist extrem lange haltbar, schwer entflammbar und ja, sollte auch den ein oder anderen Wachtelschiss aushalten. Was habe ich jetzt damit vor? Das Ganze kommt in den Wachtelstall, wird durch eine dieser Öffnungen mit Wasser befüllt. Das ist völlig egal welche, weil das System ist ja miteinander verbunden. Mit Wasser so befüllt, dass zumindest diese Rohre komplett bis zum Rand gefüllt sind. Und dann lassen sich herrlich praktisch Bündel von ja, Blautanne oder Buche oder Apfelbaum, alles was so, sage ich mal, heimische Gewächse sind. Und gute Erfahrungen habe ich auch gemacht mit heimischen Laubgewächsen. Kann man dort im Bündel hineinstecken. Und ja, durch das Wasser, das da drin ist, wird das Ganze deutlich länger frisch gehalten. Ich zeige euch gleich im Wachtelstall, was genau ich meine. So, ich habe zum Befüllen, habe ich mir gerade überlegt, das wird ganz schön frickelig. Aber ich habe noch so ein ähnliches Rohr oder ein passendes Rohr gefunden, das ich mir mal vor 2 oder 3 Jahren zugelegt habe. Da habe ich mir mal, ihr seht noch so Drahtgeflecht dran, ein Pflücker für Brombeeren gebaut. Das haben wir in diesem Jahr nicht gebraucht. Brombeeren sind alle vertrocknet. Aber ich habe dieses Rohr noch. Das ist natürlich ganz praktisch. Ich das hier so dran halte und dann mit der Gießkanne von hier oben befüllen kann. Das mache ich jetzt mal. Aber weil ich nur 2 Hände habe, seid ihr erstmal außen vor. Ja, wenn man genau hinhört, dann hört man auch, wenn durch das Rohr das Ganze vollgelaufen ist. Ihr seht, hier steht jetzt das Wasser. Hier steht es auch. So ein bisschen sieht man es. Da drüben sieht man es auch. Also ein geschlossenes System.
Mir kam jetzt gerade sogar schon die Idee, wenn man denn diese Muffen zumachen kann, daraus möglicherweise eine Tränke zu bauen für die Wachteln. Das müsste man mal ausprobieren. Ich habe schon verschiedene Futterautomaten-Varianten gesehen, aber ihr seht hier schon, wie die Dame davor steht. Also das wäre schon der richtige Weg, daraus zu trinken. Aber da mache ich mir mal Gedanken zu, was möglich ist. Aber hier geht es ja jetzt erstmal um was anderes. Wir wollen ja Grünzeug. Oh. Frisch halten. Das ist übrigens hier jetzt die Untersuchung der Gießkanne. Und ja, ich bin dann erstmal draußen. Ihr seht übrigens hier schon, dass ich überall so kleine Zweige von Buchen habe. Die habe ich so dünn geschnitten, dass die in die Löcher passen von den Kunstpflanzen, die ich genutzt habe. Beziehungsweise ich habe sie dann so ein bisschen verkantet. Und ja, es bringt ein bisschen Leben und Frische rein. Allerdings sieht man dann auch hier, was das Problem ist. Da leiden sie schon. Und das möchte ich, dieses Leiden oder diesen Punkt, bis es an das Leiden geht, möchte ich halt jetzt verlängern, beziehungsweise nach hinten rausschieben. Und dafür ist diese Konstruktion gedacht. Ich werde mich jetzt aber erstmal rausmachen und Buchenäste und Zweige suchen. So, schaut mal hier. Wir haben hier eine ungefähr 80 Meter lange Hainbuchenhecke, die sehr, sehr wüchsig ist. Ja, die muss man wirklich regelmäßig schneiden und beschneiden. Und das bietet sich hier perfekt an. Einfach hier so bei ungefähr 70, 80 Zentimeter Länge einen Schnitt zu machen und daraus kleine Bündel zusammenzustellen, die wir dann in den Wachtelstall bringen können und die dann auch hoffentlich länger frisch halten. Das Ganze geht übrigens auch mit Blautanne. Das Ganze sollte gehen mit Apfelbäumchen. Guckt mal hier, der Natur ein bisschen freien Lauf lassen. Die alten Äpfel hängen noch dran, aber auch Apfelbaum muss geschnitten werden, Pfirsich muss geschnitten werden. Auch hier optimal einen Schnitt machen und ein paar Apfelzweige, Äste dort reinhängen. Wir haben da vorne noch einen Pfirsichbaum stehen, wo sich das anbietet. Walnuss kann man sicher auch nehmen. Hier haben wir sehr hohe Fichten. Und ja, ich werde jetzt einfach mal ein paar Sträuße zusammenstellen. Dieses Gekrähe, was ihr übrigens hört von da hinten, das kommt irgendwo von da, das sind Eichelhäher. Die Polizei des Waldes schlägt gerade Alarm. Verdammt, ich habe die Äste zu lang geschnitten. Teilweise Meter. Und sehr weit ausladend. Ihr seht es, das sieht jetzt hier aus wie ein riesengroßes Gebüsch im Wachtelstall. Ich habe Feldahorn und die Hainbuche, die man sehr schön an diesen glatten Buchenblättern erkennt. Ein bisschen Blautanne. Ja, und das Ganze jetzt hier büschelweise in diese Löcher gesteckt. Da sieht man das sehr schön. Wahrscheinlich wäre es schlauer, die ganzen Teile insgesamt kürzer zu machen. Aber gut, vielleicht kann man sie nach und nach noch einkürzen. Auf alle Fälle, ihr seht hier diese Höhe von 6 cm ist überhaupt kein Problem. Ich werde im Gegenteil ein Problem haben bei der Eiersuche, weil das wird hier kein Spaß. Jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen, ob ich hier irgendwas wieder rausnehme. Oder wie ich sie insgesamt einkürze. Ich lasse es einfach erstmal so und schaue mir das an, wie das jetzt angenommen wird. Aber man sieht es halt hier sehr schön, dass die Damen da dann schon drunter sitzen. Das ist natürlich was Schönes, Artgerechtes. Und wenn diese Konstruktion mit diesen Muffenrohren jetzt noch dafür sorgt, dass diese Äste und Zweige deutlich länger frisch bleiben, dann ist das natürlich eine super tolle Geschichte. Übrigens kam mir gerade so die Idee, wenn man da Adapter einbaut oder es gibt so Übergänge von dünnen Muffenrohren auf dicke,
Dann kann man sogar mit solchen Muffen, die nach oben gehen, verschiedene Sachen auch in den Stall pflanzen, die sich dann ganz einfach bewässern lassen durch dieses System. Also praktisch diese Löcher dort in deutlich größer mit Erde füllen, das Ganze mit den Rohren verbinden, durch die Rohre verbinden und nur an einer Stelle Wasser einkippen und das verteilt sich überall. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Aber hier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das freut mich gerade, wie das angenommen wird. Ich bin echt mal gespannt. Übrigens keine Sorge, deswegen sagte ich ausdrücklich, nehmt einheimische Gewächse. Die Wachteln zuckeln da auch mal dran rum und fressen mal an so einem Blatt rum. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, bei der Hainbuche oder auch bei Eiche ist es so, dass die Blätter recht kalkhaltig sind, was natürlich wiederum gut ist für die Schalenbildung bei den Wachteln. Also ja, alles in allem, hier haben wir jetzt, ich werde mich morgen früh erschrecken, wenn ich hier reingucke. Wir haben hier jetzt einen Dschungel drin im Stall. So groß war das Ganze nicht gedacht. Aber gut, nun ist es so. Sollte ich daran noch etwas verändern, weil es hier zu groß ist, zu sperrig ist und nicht ganz optimal ist bei der Eiersuche, dann werdet ihr das in einem Vlog sehen. Dann werde ich da kurz was zu sagen. Aber ansonsten bin ich hier gerade richtig schön begeistert, wie die Wachteln das nutzen. Hier im Schatten des Grüns. Da sitzen auch tatsächlich wieder welche drin. Sich dort drin zu bewegen. Und das Schöne ist halt wirklich dieses geschlossene, wasserdichte System, das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dafür sorgen wird, dass das Grün, alles, was man an Grün dort reinsteckt, deutlich länger frisch bleibt. Noch ein ganz kurzer Abstecher, warum Hainbuche? Also, in vergangenen Zeiten wurden viele Hecken aus Hainbuche gepflanzt, weil die halt so extrem wüchsig sind. Und Hainbuche hat einen riesen Vorteil, die halten unwahrscheinlich lang die Blätter. Also selbst wenn die Blätter nachher vertrocknen und braun sind, werdet ihr Buchenhecken, Hainbuchenhecken sehen, an denen diese vertrockneten braunen Blätter noch dranhängen. Das heißt, es ist immer noch ein gewisser Blickschutz da. Und von daher, Hainbuche, ich habe mich riesig gefreut über die Hecke, die wir hier haben. Wir pflegen die Stück für Stück. Also wir haben jetzt Anfang des Jahres noch einen großen Schnitt gemacht, einen Pflegeschnitt. Und ansonsten hier diese Äste, die wachsen nach. Also so schnell könnt ihr die gar nicht in euren Wachtelstall bringen. Ja, das war es soweit von mir. Der Hinweis noch. Mit dem Rabattcode HEDGESTEDT gibt es 5% Nachlass auf eure Bestellung im Wachtelshop. Und ihr unterstützt mich mit der Nutzung dieses Rabattcodes und der Bestellung bei der Schaffung weiterer Videos und beim Ausbau des Wachtelkanals. Ich möchte mich hier nochmal kurz ganz herzlich bedanken bei allen Unterstützern via SteadyHQ, die in den letzten 2 Tagen dazugestoßen sind. Und im Abspann werden sie gleich auch nochmal alle namentlich benannt. Ich danke euch für euer Feedback bezüglich meines Planes, die Wachtelfarm auszubauen. Ich werde mir morgen einen Stall dazu anschauen oder auch 2 Ställe morgen Vormittag. Und ja, ich bin da ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird, artgerechte oder eine halbwegs artgerechte Wachtelhaltung hinzubekommen für die kommerzielle oder gewerbliche Eierproduktion und den Markt dafür auch zu sensibilisieren. Das ist ja Ziel auch dieses Kanales. Und ja, wer noch dazu stoßen möchte bei der neuen Videoreihe, die in Kürze losgeht, wo es darum geht, einen Legebetrieb aufzubauen, einen anständigen Legebetrieb und nicht irgendein Scheiß, wo Wachteln in den Legebatterien gehalten werden. Derjenige kann gern via SteadyHQ Mitglied werden, mich unterstützen und
wird die Videos dazu sehen. Ja, das war's erstmal von mir. Ihr hört das Rascheln. Ich denke, für die Damen hier ist das ein tolles Highlight. Ich bin weg von den Kunstpflanzen und ja, kann mich hier ganz gut gerade begeistern. Im Winter wird es natürlich problematischer, aber auch da haben wir dann Blautanne, möglicherweise Fichte, die dann dafür herhalten können. Gut, das war's von mir. Ich danke herzlich für eure Aufmerksamkeit. Gleich noch die Grüße an meine Unterstützer via SteadyHQ und die Grüße an die Kommentatoren. Und ich sage bis... Nein, stopp! Daumen nach oben nicht vergessen. Kommentare, Anregungen, Hinweise unter das Video. Abo, falls noch nicht geschehen, um kein weiteres Video zu verpassen oder keins der künftigen Videos zu verpassen. Am besten noch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch sehr zeitnah darüber informiert, dass es ein neues Video gibt. Und ja... noch irgendwas? Ah, genau. Livestream morgen, circa 20 Uhr. Haltet euch einfach ab dieser Zeit bereit. Ich versuche es wirklich tatsächlich für 20 Uhr einzurichten und wir schauen uns das dann gemeinsam an. Nein, ihr schaut es euch an, stellt eure Fragen. Ich rede und beantworte eure Fragen und freue mich jetzt schon auf jeden, der morgen dabei ist.